Sie sieht in etwa so aus wie die heimische Hornisse, ist aber ein bisschen kleiner, etwas dunkler und vor allem gefährlicher für unser Ökosystem. Die asiatische Hornisse ernährt sich nämlich hauptsächlich von heimischen Bienen, die sowieso schon bedroht sind. Sie ist vor Jahren nach Europa gekommen und auch hier bei uns im Saarland breitet sie sich immer weiter aus. Sie zu bekämpfen hat dadurch bei den Imkern höchste Priorität. Und dafür fordern sie mehr Unterstützung vom Land. Maximilian Friedrich berichtet. Ein riesiges Nest asiatischer Hornissen bei Merzig, über einen Meter groß. Die Imker Frank und Jonas haben es vor einer Woche bekämpft, doch sie müssen noch einmal ran, nicht alle Tiere sind tot. Also rein in die extra dicken Schutzanzüge, denn die asiatischen Hornissen haben im Vergleich zu den europäischen Hornissen längere Stachel. Im Kampf gegen die Tiere setzen die beiden Imker ein Insektizid ein. Es wird mit einer bis zu 30 Meter langen Lanze in das Nest gespritzt. Die Ausrüstung hat der Kreisverband der Imker angeschafft. Die kosten etwa 12.000 Euro. So eine Lanze kostet pro Stück etwa 4.500 Euro. Dazu kommt dann natürlich noch unsere Schutzanzüge, unsere Anzüge, die mehrere hundert Euro kosten und sonstiges Zubehör. Also man sieht, es ist sehr kostenintensiv und wir haben sehr, sehr viele Ersparnisse jetzt für diese Bekämpfung in unserem Landkreis aufgebraucht, die wir die letzten Jahre angehäuft haben, um dieser Lage halbwegs Herr zu werden. Die asiatische Hornisse breitet sich mittlerweile rasant im Saarland aus. Schafft es ein großes Nest in den Winter, bedeutet es bis zu 10 neue Nester im Frühjahr. In diesem Jahr wurden im Saarland bislang knapp 650 Nester entdeckt. Das sind etwa 2,5-mal so viele wie im letzten Jahr. Deswegen brauchen wir unbedingt mehr Lanzen in den Landkreisen, um das zu bekämpfen. Aber es muss auch eine Art Ausbildung erfolgen, dass weiter Leute ausgebildet werden, solche Nester zu bekämpfen. Und das geht eigentlich nur in Kooperation mit dem Umweltamt, dass man dort auf einer Basis arbeitet, um diese ganze Geschichte in den Griff zu bekommen. Dass es bislang keine Kooperation gibt, führt das Umweltministerium auf Streitereien im Landesverband der Imker zurück. Man sei aber in Gesprächen mit unabhängigen Imkern. Eine baldige Zusammenarbeit sei wahrscheinlich. Und das könnte wichtig sein, denn die asiatische Hornisse baut ihre Nester gerne in der Nähe von Menschen und greift in großen Zahlen an, wenn sie gestört wird. Wir wissen von 3 Stichereignissen, bei denen ein einziger Stich bereits ausgereicht hat und die Personen mit einem anaphylaktischen Schock eingeliefert werden mussten. Wir hatten auch Stichereignisse mit mehreren, wo eine Person bis 6, 7 Stiche abbekommen hat, aber auch das ging Gott sei Dank glimpflich aus. Jonas und Frank hoffen nun auf einen möglichst kalten Winter, denn die asiatischen Hornissen sind sehr kälteresistent. Die Königinnen überleben Temperaturen von bis zu minus 11 Grad.